Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Anonymous. Und ob Roland Emmerich genauso gut mit Kostümen wie mit Katastrophen ist, erfährst du jetzt. Seit wann erobern Worte ein Königreich? Das überlasst mir. Mein Gott, der Graf von Oxford schreibt keine Stücke. Wenn es denn sein muss, dann aber mit der nötigen Akkuratesse. Raffinesse. In meiner Welt schreibt man keine Stücke, das machen Leute wie ihr. Glückwunsch, ihr. Ihr habt heute ein Gedicht veröffentlicht. Was? Ihr meint in einem Buch? Der Film geht der Frage nach, ob William Shakespeare seine Werke wirklich selbst verfasst hat. Und darüber haben sich ja schon einige prominente Zeitgenossen laut Gedanken gemacht. Ich bin großer Shakespeare-Fan und hatte vor Jahren mal eine Dokumentation zu dem Thema gesehen, die aber abgetan. Immerhin waren seine Eltern und seine Töchter Analphabetinnen und es gibt noch nicht einmal eine einzige selbstgeschriebene Notiz von ihm. Außerdem waren Schauspieler wie Shakespeare zu dessen Zeit der Abschaum der Gesellschaft und hatten kaum Wissen über oder Kontakt zum Hof und seine Stücke reflektieren etwas anderes. Aber ob er nun selbst geschrieben hat oder nicht, Shakespeares Werk ist brillant und zeitlos. Der wird hier als dümmlicher, geltungssüchtiger Schauspieler dargestellt und wie auch bei ihm üblich, gibt es reichlich Intrigen, Affären, Politik und Lust mit unvorhersehbaren Wandlungen, die aber von dem zeitlich hin- und herspringenden Erzählstil leider sehr viel komplizierter gemacht werden, als sie es ohnehin schon sind. Ansonsten ist diese deutsche Produktion sehr beeindruckend geschrieben, gespielt, ausgestattet und gefilmt und wurde übrigens komplett in Babelsberg gedreht. Emmerich hat bewusst auf große Hollywood-Stars verzichtet, damit die Geschichte glaubwürdiger rüberkommt. Ich bin mir nicht sicher, dass das die richtige Entscheidung war, denn es hätte dem Film ganz bestimmt sehr geholfen. Von der großen Vanessa Redgrave als Königin Elizabeth hätte ich mir nur ein kleines bisschen mehr Dampf gewünscht, aber Rhys Ifans als geistige Quelle von Shakespeare verdient für seine Arbeit eine Oscar-Nominierung. Es gibt Szenen, in denen kannst du seine Gedanken hören. Erwarte hier bitte kein 2012 oder Independence Day, denn Roland Emmerich beweist, dass er sehr viel mehr kann, als die Welt in Schutt und Asche zu zerlegen. Will Shakespeare! Schwindler! Charlatan! Du kamst zu mir, Ben. Du kamst zu mir. Er hätte dein König sein können. Das Dumme war leider nur, dass ihr wart. Der Streifen ist ab 12 freigegeben und startet in Deutschland am 10. November, in Österreich am 11. November. Ich gebe Anonymous ein B+. Lass mich deine Gedanken wissen. Wie immer, viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.